Und wir freuen uns darauf, Sie irgendwann wiederzusehen. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren VR Friday. Heute geht's hoch in die Lüfte mit Ace Combat 7 Skies Unknown. Wir werden gemeinsam den VR-Modus des Spiels abchecken, weil wir hier beim VR Friday sind und das irgendwie plausibel klingt. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns gerne ein kostenloses Abo da lassen, um in Zukunft nichts mehr vom PlayStation-Universum zu verpassen. Bevor ich aber zu Tom Cruise in Top Gun werde, gibt's noch einmal ganz schnell für euch die PlayStation VR News und den PlayStation VR Release-Überblick. Der Publisher PlayStack hat einen Ankündigungstrailer zu Dig Wild 2 rausgehauen. Dort knallt ihr flussabwärts eine Horde von Piranhas, Kröten und sogar das ein oder andere Seeungeheuer ab. Das Spiel wird einen VR-unterstützenden Online-Koop-Modus besitzen und sogar plattformübergreifend spielbar sein. Dig Wild 2 erscheint im Februar. Weiter geht's mit gleich noch einem Ankündigungstrailer. Intruders Hide and Seek wird ein düsterer Psychothriller. Ihr schlüpft in die Rolle eines kleinen 10-Jährigen und werdet Zeuge, wie ein Verbrechertrio in euer Urlaubshaus einbricht, eure geliebten Eltern fesselt und sie gnadenlos foltert. Unter Nervenkitzel müsst ihr im Stealth-Modus versuchen, eure Familie aus der Gefangenschaft der Attentäter zu befreien. Intruders Hide and Seek erscheint im Februar exklusiv für die PlayStation VR. Kommen wir zu den brandneuen VR-Releases. Euch steht ab jetzt die dritte kostenlose PlayStation VR-Demo zur Verfügung. Dort könnt ihr folgende VR-Spiele anzocken: Astrobot Rescue Mission, Resident Evil 7 Biohazard, Moss, The Persistence, Superhot VR, Headmaster, Job Simulator, Thumper und Battlezone. Mit Megalith ist ein neues VR-Multiplayer-MOBA erschienen. Wählt einen aus 5 Starter-Titanen und arbeitet in Zweierteams, um gegen andere Titanen den Kampf um die Vorherrschaft über die Menschheit zu führen. Jedes Team muss seine Seite schützen und gleichzeitig versuchen, die Helfer ins feindliche Gebiet zu bringen, um die gegnerische Verteidigung zu knacken. Und zu guter Letzt ist seit heute natürlich auch der neueste Teil der Ace Combat Reihe erschienen. Ace Combat 7 Skies Unknown besitzt neben Story und Multiplayer einen faszinierenden VR-Modus, den wir uns jetzt gemeinsam im Studio reinziehen. Angekommen im VR-Menü steht uns Mission und VR beenden zur Verfügung. Freier Flug und Flugschau wird wahrscheinlich später als freigeschaltet, wenn wir ein paar Missionen abgeschlossen haben. 3 Schwierigkeitsgrade. Ein Schwierigkeitsgrad für Anfänger ist das, was auf mich zutrifft. Denn das Top Gun Tom Cruise Gameplay werdet ihr von mir nicht erwarten. Beziehungsweise solltet ihr von mir nicht erwarten, da das doch tatsächlich mein erstes Ace Combat ist. So, und jetzt hier schon los mit einem Hardware-Check. Network-Check. So, und der Hangar sieht doch schon mal ziemlich cool aus. So, den Prolog habe ich mir vorhin schon reingezogen. Ist so ein ganz einfaches Briefing, ohne Video oder sonst was. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit Mission Nummer 1. Zerstören Sie alle Ziele. Let's begin the briefing. The Paden Peninsula radar site to the northwest of us here at Fort Grays has picked up a number of unidentified aircraft. They've ignored all warnings from the IUNPKF and are making their way towards our base. As the IUN has air traffic control over all of Yuzha, we're almost certain the crafts belong to the Free Illusions. You guys will scramble immediately. Visually identify the aircraft, and then use your radios to order them to land. If attacked, you have permission to engage them in combat. Waste no time destroying them. Okay, ziemlich klare Anweisung. Flugzeugauswahl. Ja, uns steht nur eins zur Verfügung, dann nehmen wir das. Spezialwaffenauswahl steht uns auch nur eine zur Verfügung. Sobald wir das alles freigeschaltet haben, Einsatz mit diesem Einstellung beginnen. Jupp. Natürlich schaltet ihr viel mehr Flugzeuge und Waffen frei, was dann für eine Menge Abwechslung sorgt. Wow, und es geht los. Und mit der VR in einem Kampfjet zu sitzen, ist natürlich was mega Geiles, Leute. Ich bin gespannt. Vielleicht zur Synchro, ihr habt gerade die englische Sprachausgabe gehört, es gibt auch noch eine japanische, das sind allerdings die einzigen beiden, die zur Verfügung stehen, aber deutsche Untertitel sind vorhanden. Wuhu! Oh. Moin Jungs! Frohes Schaffen! After takeoff, you'll be under command of the AWACS Sky Eye. Contact
Okay, also unbekannte Flieger irgendwo am Horizont, die wir zur Landung auffordern müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ignorieren werden und es dann heiß hergeht. So, der Kollege zur Seite legt los. Oh. Alter, man hat echt Gänsehaut. So, das heißt, glaube ich, go, oder? Ja. Tschüssi. Woohoo! Und ab nach oben mit uns. Oh, Leute, seht euch das an. Was eine Aussicht. Auch die ganzen Instrumente. Also, sieht sehr, sehr gut aus. Müssen noch ein bisschen höher. Flughöhe erreichen. This is AWACS, Sky Eye of the 118th Tactical Fighter Wing. You'll be under our command from here on out. Omega 11, follow Mobius 1. This could turn into a firefight. Okay. Hier haben wir eine Karte in unserem Cockpit, die wir größer und kleiner machen können. Oh, und was eine Aussicht, Leute. So, ich fliege falsch. Da sind die Kollegen. Ich habe Kolja vorhin schon gefragt, wo sich der Schleudersitz befindet. Aber ich glaube, die Funktion gibt es leider nicht. Und sehr geiler Soundtrack. So, da hinten sehe ich doch schon Ziele. Ihr da, wer seid ihr? Oh. Okay, die Waffen sind frei. Oh Gott. Ausweichen. Oh, die Effekte, wenn man durch Wolken fliegt, sind richtig gut. Ey, wir fliegen die ganze Zeit aneinander vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, dieser Pfeil. Wow. Krass, ne? Durchgehend verfehlen wir uns gegenseitig. Jawohl, endlich. Meine Güte. Richtig anstrengend gewesen, der Typ. So, wo bin ich hier? Ist das der Himmel? Oder ist es das Meer? Jawohl. Beim ersten Versuch. Nicht? Wie viel gibt's noch von den Jungs? Das war's, oder? Allies, alles cool. Ne, es gibt tatsächlich noch welche. Jo, wir sind unterwegs. Huch. Ah, die greifen unseren Flugzeugträger an. Schnell zurück. Haltet durch! So. Sehr cool auch gemacht mit den Koordinaten. 4000, 3000, 2000 und gleiches Action. Treffer. Sehr gut.
Aber man kriegt auch mal den Funk der gegnerischen Flieger mit. Das ist natürlich sehr gut. Hat man die Fluchen. Nee, das ist ja noch eine Base und nicht unser Flugzeugträger. Jawohl. Feierabend, Jungs. Oh yeah, that was amazing. Juhu, das war spitze. Starker Job, Ally. Viper 2, rip your one. Good job. GG. Omega 11 mit feinstem Humor. So, was steht jetzt an? We're picking up something new on radar. We have lost all of Bone Squadron. Do we keep going? The enemy's en route. Neue Feinde, okay. Wollen wir den Jungs mal einen Besuch abstatten? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Guter Treffer. Nein, ausgewichen, sehr gut. Oh yeah. Copy that, Modius One. Oh. Man fühlt sich schon geil, muss ich sagen. Auch wenn man nur ein Spinner ist, der eine Brille auf hat. Treffer. Oh, Raketenalarm ist immer eklig. Muss man Loopings und so machen. Uah. Jetzt aber. Die sind gut. Die sind sehr gut. Komm schon. Jawohl. So, das läuft schon wesentlich besser als die Jungs vom ersten Mal. Ich will mal jetzt auf die Raketen achten, wenn ich losschieße. Oh nein, es kommen noch mehr Gegner. Oh, wie lange geht die erste Mission? Ja, Tatsache, man sieht, wie die Raketen loslegen. Treffer. Jawohl. Good night, sweetheart. Und die nächsten sind auch schon da. Sehr gut. Das war ein schneller Prozess. Kurzer Prozess. Ja, also die Taktik. Ja, klar, kennt man natürlich auch aus dem Film natürlich direkt. In den Windschatten der gegnerischen Flugzeuge und Raketen reinballern. Gibt's noch mehr? Ah ja, da kommt doch deren Verstärkung. Oder? Da oben sind die nächsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf ein neues. Oh, bist gefährlich nah an mir? Alter, sind die weit oben. Nee. Das braucht man gar nicht erst probieren, wenn man aufeinander zufliegt. Missile fired.
Boah, wunderhübsch geflogen. Wenn die jetzt noch treffen, nein. Jawohl. Baby. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder koordinieren. Boah, sind wir weit oben. Was eine geile Aussicht. Wenn nur nicht diese Typen nerven würden, die uns umbringen möchten. So, so langsam kriegt man den Dreh raus. Oh. Feierabend, Jungs. Oh yeah. Können wir jetzt nach Hause, bitte? Schön Omega 11 und anderer Unbekannter. Wir haben nichts mehr auf dem Radar. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Sehr gut, Jungs. Danke, Leute. Danke an das Studio. Ich würde jetzt gerne den Daumen zeigen. Hey, du. Sehr gut. Watch all you like. There will be more battles. Until then, we rest. Guck doch her, Mann. Oh, hier. Sehr schöne Formation. Der nächste Auftrag ist auf irgendeiner Parade einmal entlangfliegen. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Die erste Mission, um ein bisschen Landung angefahren. Ich muss jetzt landen? This is the Albatross Control Tower. Oh Gott. Hey, Wax Guy, I will take it from here. Wir übernehmen ab hier. You're too fast. Lower speed. Geschwindigkeit verringern. Oh Mann, ich habe Angst. On course. Auf Kurs. Ich bin kein ausgebildeter Pilot, ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen runter. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Kollegen auf dem Flugzeugträger mich jetzt mit einem Seil einfangen müssen. Landing confirmed. Excellent landing. Nice job, Mobius One. Nice work. Now go and get some rest before the next sortie. Gibt's noch irgendwelche Fragen oder so? So, unsere Missionsergebnisse. Okay. Ja, Sie können nun die LASM für die F-A-18F verwenden. Ja, das weiß natürlich jeder, was das ist. Nein, ich habe keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich neue Flugzeuge und Waffen. Ja, ich frage für Leute, die sich mit der ganzen Materie, hochmoderne Kampfjets, die sich damit auskennen, muss das ja mega spannend alles sein. So, wie lange haben wir gebraucht? 14 Minuten und 33, alles klar. Zerstören Sie alle Ziele, zerstören Sie alle Ziele und verteidigen Sie das Flugfeld. Let's get on with the briefing. 1816 Bomber Squadron is almost here. However, we got a report of what seemed to be free Erusian aircraft approaching them. Air intercept is at the squadron's ETA. Your mission is to ensure our air superiority around the base and to protect the bombers. As of now, we cannot tell whether they're after the bombers or this base. Okay. Take on anything thrown at you. Ja, dann wollen wir mal die bösen Jungs wieder verjagen. So, aha. Welches hat das LASM ist neu? Sehe ich irgendeinen Unterschied? Ja, an den Raketen, okay. Flugzeug bleibt gleich, also haben wir eine neue Waffe. Ah, da steht es auch oben. Spezialwaffe auswählen. Die Zielsuche muss hoch sein. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Und die ist bei der neuen geringer. Luft, Luft. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Luftboden. Oh Mann. Luft, Luft und Luftboden. Ah ja. Na, wir probieren sie einfach mal aus. Damit wir auch ein bisschen Abwechslung haben. Das Cockpit ist echt der Wahnsinn.
Oh yeah, jetzt starten wir von einem Flugfeld aus. Sehr cool. Moin Micha, jo. Grüß mal zu Hause. Alter, hier geht's ja schon. Okay, also wesentlich mehr Action von Anfang an. Ab hier übernehmen wir die Steuerung. Oh oh. Wow. Dezente Action. So. Wollen wir dem Ganzen mal ein Ende zubereiten? Können wir loslegen? So, Starterlaubnis freigegeben, let's go! Wow! Sehr geiles Szenario. Oh oh, ich will hoch! Ah! Kriegen wir hin. So, welcher blinkt? Der da. This is Sky Eye, requesting takeoff clearance. Denied. Not clear. Copy that tower. Die neuen Raketen dürfen mich nicht enttäuschen. Ja, sehr gut. Auf sehr weiter Entfernung. Sehr, sehr gut. Gefällt mir gut bis jetzt. Durch die Rauchwolke durch. Bleib stehen. Oh. Also ab und zu hat man echt riesige Gänsehautmomente, muss man sagen, wenn man seiner Fluglinie und seiner Kurve hinterher guckt. Sehr geiles Adrenalin-Feeling. Oh. Na du? Strömungsabschluss, bin zu langsam. Und Feierabend. Wow. Hier ist mal wieder ein hartnäckiger, aber nicht hartnäckig genug. Woohoo! Jetzt kommt wahrscheinlich nicht noch eine andere Truppe. Oh, ich sehe es im Radar. Bodentruppen? Mission aktualisiert. Sind sie am Boden? Huch. Ein Strommast! Alter, okay, jetzt muss ich ein bisschen an der Geschwindigkeit abschrauben. Oh. Weich aus! Missile.
Sehr gut ausgewichen. Sturzflug! Whoop, baby! Okay, jetzt muss ich auch ein bisschen wieder an Höhe gewinnen. Ja, die Bodenziele sind natürlich einfach, weil sie sich kaum bewegen. Bam! Die blauen Ziele sind die, die wir beschützen müssen. Das hier ist der letzte, der in der Nähe ist. Alter, haben die viele Raketen. Hell yeah! Die Strommaste, die darf ich nicht vergessen. Leider noch nicht herausgefunden, wie man sein Ziel wechseln kann. Das wäre eigentlich auch ganz wichtig. The substation was hit and the control building was damaged. Have the substation check status. We can't go around. We have to hit them head on. Ein AD-Tank. Oh, okay, der hat ein bisschen mehr Power. Jawoll. Und ab nach oben. Noch ein AD-Tank. Alles Gute kommt von oben, Baby. Wow. Die Hälfte der Akkubehälter. Enemies after the substation have been destroyed. Start the safety check. Make sure you're extra careful when you turn the electricity back on. Those guys are putting their lives at risk protecting us. Let's get this place back online. Sind wir durch? Wait, what's this? Oh no. All aircraft. The base is under attack from enemy ground units. Return immediately. Uwitza. It seems this was the enemy's objective all along. So, bin gespannt, wie der Kollege aussieht. Alter, sind das viele. Oh. Oh, sind das viele. Feierabend. Alter, sind das viele. Ups, warum habe ich geschossen? Kopf über. Wow, boah, Alter. Alles geplant. Oh, ich wurde getroffen. Kolja, Mayday. Aber die Maschine steht noch. Target has been destroyed. Missile. Attack him.
Oh, immer noch der beste Effekt, wenn man durch Wolken fliegt. Diese Regentropfen auf dem Glas. Richtig geil. Oh, sind das viele noch, ey. Und Luft- und Bodentruppen gleichzeitig. Können meine Kollegen Viper 2 und Omega 11 auch mal ein paar Leute, auch ein paar Flugzeuge zerstören? So, widmen wir uns hier mal den Flugzeugen. Ah, das war mir schon klar, dass der nicht trifft. Die beiden sind aber gut, komm. Oh, der ist nicht schlecht. Ich habe ihn mit meinen Patronen getroffen. Sehr gut. Ich bin immer noch so dankbar für den Pfeil. Ohne den würde ich jegliche Koordination verlieren. Oh, ich wurde schon wieder getroffen. Mist. Ich muss besser ausweichen. So eine Phase ohne Loopings ist auch mal wieder sehr entspannt. Ein Helikopter. Voll daneben. Sehr gut. Sehr gut. Ein Bandit übrig. Ich sehe aber zwei. Fake News. Oh. Wir sind gar nicht markiert, ich Idiot. Da ist er. Wahrscheinlich sind die anderen beiden Bodentruppen oder so. Ja, Wolleck. The only aircraft in the vicinity are allies. Air superiority secured. So, die sollten aber ein bisschen easy sein, hoffe ich. Ich muss aufpassen, ich habe schon zwei Treffer eingesteckt, nicht, dass ich jetzt... Und Feierabend. Verfehlt. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ich hatte aber auch Angst wegen der Rakete, die mich erfasst hat. Ja, die Nachladezeit dieser Raketen ist deutlich länger als die von meinen vorherigen, aber ich glaube, die sind doch tatsächlich stärker. Sehr gut, Leute. Mission erfüllt. Oh, hoffentlich können wir jetzt wieder landen. Das macht richtig Spaß. Understood.
But the guy who got us into the sky is the real MVP behind this victory. Danke. Omega 11, einer, der unsere Arbeit wertschätzt. Ja, und das gehört beim Kampfjet-Pilot natürlich dazu sein, dass wenn man eine Million Leute umbringt, dann auch erstmal ein paar coole, lockere Sprüche aus dem Ärmel zaubert. Oh ja, die Landung. Mobius 1, I'll provide your landing guidance. Clearing of the runway is complete, but keep an eye out for debris. Ladies and gentlemen, wir befinden uns auf dem Landeanflug. Herr Petersen, bitte den Tisch einklappen. Sitz nach vorne stellen. Verstauen Sie Ihr Gepäck. Knackige 5 Grad in Hamburg. Leichter Ostwind. Ich hoffe, Sie haben Ihren Flug mit Inside PlayStation Airlines genossen. Und wir freuen uns darauf, Sie irgendwann wiederzusehen. Oh, Scheiße! Oh, auf ein neues. Ladies and Gentlemen, wir befinden uns auf dem Landeanflug, knackige 5 Grad Celsius in Hamburg. Bitte klappen Sie Ihren Tisch hoch, richten Sie Ihre Lehne nach vorne. Mein Name ist Emre Sengel, es war mir eine Ehre, Sie hier nach Hamburg geflogen zu haben. Und wir freuen uns schon auf Sie auf Ihren nächsten Flug mit Inside PlayStation Airlines. Bis dann. Landing confirmed. Nice job. Woo! Beim ersten Versuch. Thanks for the excellent work. First try, baby. Impressive, Mobius 1. The other pilots will follow your example. Das war, glaube ich, die beste Gameplay-Szene, die ich hier aufgezeichnet habe. Wow. Ja, Freunde, jetzt schalten wir wieder die eine oder andere Waffe oder das eine oder andere Flugzeug frei. Hier haben wir wieder unsere Stats. 13 Minuten haben wir gebraucht. Rang C ist, glaube ich, so Mittelmaß, wenn nicht sogar schlecht. Wie aber vorhin bereits erwähnt, haben wir nicht die beste Erfahrung, was Ace Combat Spiele betrifft. Nichtsdestotrotz wollten wir euch gerne einen Eindruck schenken. Sie können nun den EML für die FA-18F verwenden. Sehr gut. Ja, ich denke, dass die beiden VR-Missionen ausreichen, damit ihr einen Einblick bekommt, wie das Spiel mit der VR funktioniert. Zu eurer Info, natürlich ist das Spiel auch ohne die VR-Brille spielbar. Da steht euch eine Kampagne und ein Mehrspielermodus zur Verfügung. Hier im VR-Modus haben wir Missionen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber scheint auch eine Menge zu sein. Auf jeden Fall sehr cool. Was ich jetzt aus den ersten zwei schließen konnte, ist, dass es sehr abwechslungsreich war, was mir sehr gut gefallen hat. Bin auch sogar gespannt, was in den nächsten passieren wird. Aber das soll es fürs erste Mal gewesen sein und ich springe raus aus der VR-Brille, um mich von euch zu verabschieden. Das war der Einblick in den VR-Modus von Ace Combat 7 Skies Unknown. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr vom neuesten Teil der Ace Combat Reihe haltet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo freuen. Ich gehe jetzt wieder zurück auf den Landeplatz und übe noch ein bisschen die Landung. Euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende und wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein!